Unserer Seite zur Pressekonferenz nach dem Spiel hier in Hütteldorf. Bei mir darf ich begrüßen unseren Cheftrainer Christian Ilzer. Chris, es war die höchste Heimniederlage von Rapid gegen den SK Sturm Graz seit 2007. Was bedeutet dir dieser Erfolg heute hier? Ja, das mit den Geschichtsbüchern oder mit solchen Zahlen kann ich eher weniger anfangen. Für mich war es einfach ein absolutes Spitzenspiel. Auf ausgeglichenem Niveau, lange auf ausgeglichenem Niveau, denke ich, war alles drinnen. Viel Tempo, viel Rasse, keiner der beiden Teams hat irgendwas geschenkt, viele Torchancen, extrem unterhaltsam. Denke, dass wir einfach im Moment dann einen richtigen Lauf haben und dann auch in den gewissen Situationen vielleicht auch das glücklichere Team waren, aber zumindest das effizientere Team, haben einfach in unserer Mannschaft viele Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Und das hat man heute, glaube ich, auch wieder gesehen. Wir waren dann in einer schwierigen Phase für uns, wo wir einen Jörg Simhardl gebraucht haben, der top positioniert war, beziehungsweise auch bei der Chance vom Fonders, wo wir auch die Glücklicheren dann waren. Und dann mit einem Standard, mit einem perfekt getretenen Standard das 2:0 machen. Und dann war die Partie durch. Und wir freuen uns natürlich jetzt riesig über diesen Auswärtserfolg, denke ich, ist auch nicht nur für uns schön, ist für den ganzen Verein sehr, sehr schön. Auch ein Sieg, der unseren Fans enorm viel bedeutet, und deshalb sind wir schon alle sehr, sehr glücklich. Ich darf um Ihre Fragen bitten. Ich glaube, ein Mikro ist unterwegs. Bitte gerne. Das ist an dem Tag, wo die KPÖ in Graz die Mehrheit gemacht hat. Spaß beiseite. Die Wahl hast du eh schon gehört. Du, kann man nicht sagen, dass es trotzdem, kann es sein, dass innerhalb der Mannschaft das Gefälle bei Sturm weitaus geringer ist als bei Rapid? Kann das Ausschlag geben, dass irgendwie die, ist nur so verdacht, so ich mache mir nicht so viele Gedanken über Rapid. Ich habe ein Spiel auf extrem hohem Niveau gesehen. Ich habe gemerkt, dass wir einen extrem guten Gegner heute zum Bespielen gehabt haben, der uns auch in gewissen Phasen Probleme gemacht hat. Und wir waren aber einfach dann in den richtigen Momenten zur Stelle, haben unsere Tore gemacht, haben nach einem schwierigen Start, glaube ich, immer besser in die Partie gefunden, haben begonnen, das Mittelfeld zu kontrollieren, sind in den Zweikämpfen präsenter geworden, haben Kombinativlösungen gefunden. Da war schon durch meine Zakaria eine Riesenchance nach einer schönen Aktion für uns. Insgesamt, glaube ich, war es ein richtig gutes Spiel, und wir haben dieses Spiel gegen einen schwierigen Gegner da auswärts bei Rapid gewonnen. Deshalb war für uns wirklich alles top im Moment, haben aber nicht lange Zeit, uns darauf auszuruhen. Ab morgen müssen wir schon wieder fokussieren auf die nächsten Aufgaben. Phasenweise ja. Phasenweise hat mir es richtig gut gefallen, was wir da gezeigt haben. Aber wir haben schon andere gute Spiele in der Saison gezeigt, dass man natürlich gegen einen guten Gegner dann Phasen hat, wo es nicht so ist, wie man sich vielleicht als Trainer vorstellt. Das ist auch dann nicht normal, aber es hat dann auch mit dem Gegner zu tun. Ein bisschen geärgert habe ich mich über diese Standardsituation, die beinahe zum 1:0 für Rapid geführt hat. Das haben wir einfach zu wenig konsequent verteidigt. Das sind einfach Dinge, die uns nicht passieren dürfen. Kann man dann auch da schnell in Rückstand sein, und dann wird es ein anderes Spiel. Aber so haben wir einfach vorausgespielt, haben einfach das Ergebnis und den Flow für uns gehabt. Und ja, und das hat dann am Ende den Unterschied ausgemacht. Bitte um weitere Fragen. Da vorne. Sturm hat ja ein tolles Kollektiv, auch offensiv alle Möglichkeiten. Aber trotzdem möchte ein Spieler hervorheben, den Jeboa. 7 Tore jetzt schon, führt in der Torschützenliste gemeinsam mit Adeyemi. Hat jetzt Sturm endlich wieder mal so einen richtigen Torjäger? Und was hältst du von ihm persönlich? Ja, er ist ein junger Spieler noch. Er ist 20 Jahre. Ich glaube, wir haben ihn zu einem günstigen Moment dann zu uns geholt. Ich denke aber, er hat sich sukzessive bei der WSG Tirol entwickelt, und dann war es, glaube ich, für ihn auch der passende nächste Schritt, zu uns zu kommen, und hat dort auch ein, zwei Monate mal gebraucht, um die Intensität unseres Spieles gewohnt zu werden, aber war dann in der Meistergruppe schon ein ganz wichtiger Faktor, damit sich auch unsere Torquote, unser Offensivspiel dann weiter verbessert hat, und da hilft uns natürlich so ein Spieler. Aber am Ende ist es dann immer das Kollektiv, am Ende ist es auch ein Umfeld, das einen richtig guten Erfolg möglich macht, und ich denke, da stimmt bei uns zurzeit vieles,
zusammen und deshalb kann sich dann auch ein junger, talentierter Stürmer sehr, sehr gut entwickeln. Weitere Fragen? Da hinten bitte. Chris, zwei Fragen. Zuerst einmal Glückwunsch zum Sieg. Nach der Pause seid ihr gebankt. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass ihr so ab der 65. Minute wieder besser ins Spiel reingekommen seid und auch mehr Kontrolle übernommen habt. Würdest du das teilen und was war deiner Meinung nach der Faktor dann? Es war der Beginn beider Spielhälften, war in den Händen von Rapid, da war Rapid das bessere Team. Ich denke, es ist auch immer Atmosphäre, Energie, die da in einem Stadion ist, dass du dann erst lernen musst zu kontrollieren. Du musst dein eigenes Nervenkorsett dann auch beruhigen und dann versuchen, die Räume zu erkennen, die Mitspieler zu finden, diese Präsenz, diese Spannung und diese eigene Energie in den Zweikämpfen zu kriegen. Das war in der ersten Halbzeit, haben wir das dann immer besser hinbekommen. Und in der zweiten Halbzeit hat Rapid einfach extrem gedrängt auf das 1-1 mit ihren Qualitäten und haben das dann auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, mit etwas Glück, aber mit Können dann unterbunden den Ausgleich und waren dann einfach mit dieser Standard dann zur Stelle und danach haben wir das Spiel dann schon wieder kontrolliert, aber dann war es natürlich mit dem 2-0 lässt sich dann auch viel leichter spielen. Und die Anschlussfrage? Wie liest du jetzt eigentlich die Tabelle? 7 Punkte Rückstand auf Salzburg oder 8 Punkte Vorsprung auf den nächsten Verfolger? Ich lese nicht von vorn nach hinten und nicht von hinten nach vorn. Wenn wir Ende April den Vorsprung haben auf den Rest der Liga, dann glaube ich, haben wir was erreicht in der Saison. Im Moment haben wir gar nichts erreicht. Wir haben ein paar gute Spiele gehabt, ein paar gute Ergebnisse eingefahren. Es ist überhaupt keine Zeit, uns auf irgendwas auszuruhen. Wir müssen demütig sein vor unseren nächsten Aufgaben, aber wir können viel Selbstvertrauen mitnehmen, das werden wir auch brauchen. Vorne ist noch eine Frage, bitte. Ich meine, ihr habt ja alle den gleichen Job. Kannst du diese nachvollziehen, was der Kühlbauer jetzt durchmacht? Mit das Ganze, ich meine, ich habe Rapid 8 Punkte, nicht? Nach 9 Runden. Ist das irgendwie, wahrscheinlich geht es jedem irgendwann einmal so, ne? Ja. Irgendwann geht es jedem so. Ich habe auch schon Phasen in meiner Trainerkarriere gehabt, wo es dann nicht so einfach war, wo man dann auch eine Ergebniskrise hat, wo man dann auch mehr Druck noch spürt, wie wenn man wirklich dann auch von einem guten Ergebnis zum anderen spielt. Ich denke, es sind auch sehr lehrreiche Phasen für einen Trainer. Ich denke, da kann man sich auch so einiges mitnehmen. Aber insgesamt ist mir das natürlich, fällt mir das schwer, steht mir da gar nicht zu, wenn über einen Trainerkollegen da zu urteilen. Es ist für mich alles nachvollziehbar, es ist sicher keine einfache Situation. Am Ende denke ich einfach von der Leistung her, wir haben eine gute Rapid-Mannschaft gesehen. Natürlich beurteilen sie intern, dass sie einfach zu wenig Punkte haben, aber sie sind auch schon richtig durch ein brutales Programm gegangen, was natürlich dann auch Spuren hinterlässt. Die österreichische Liga ist extrem ausgeglichen. Wenn du diese Frische dann nicht hast, machst du halt dann in den richtigen Momenten nicht die Tore und dann baut sich Druck auf und dann rutscht man mal so rein. Das kann uns genauso passieren. Im Moment sitze ich leichter da, redet leichter daher, aber es gehört auch für einen Trainer dazu, schwierige Phasen dann zu moderieren und da wieder zu überstehen. Gibt es noch eine Frage? Vorne bitte. Ich hätte eine Frage zum Jon Goran Stankovic, nicht nur wegen seinem Tor. Ich habe auch davor gefunden, dass eigentlich der beste Mann am Platz war, weil er sehr oft gerade noch irgendwie gerettet hat in Szenen, die ganz gefährlich werden hätten können. Zeichnet ihn aus, dass er irgendwie so ein besonderes Gefühl hat, wo Bälle hinkommen können oder wo er dann noch retten kann? Ist das jeden Tag im Training zu sehen oder war das heute vielleicht sogar für ihn jetzt außergewöhnlich viel, wie er geklärt hat? Nein, das ist schon eine absolute Stärke von ihm, dass er extrem gutes Raumgefühl hat, dass er Bälle gut antizipiert, dass er das Spiel sehr, sehr gut lesen kann und dann ist man ja da gedanklich schneller in diesen Räumen und kann diese Bälle dann auch dort klären bzw. dann abfangen, wenn wir im Angriff sind, der Gegner unter Druck, Bälle klärt, ist ja meistens dann dieser Spieler, der dort vor der Abwehr diese Bälle aufsammelt und dann sofort wieder in unser Angriffsspiel weiterträgt. Das ist eine Riesenqualität für ihn. Er hat aber, muss ich schon dazu sagen, keinen einfachen Tag gehabt, weil ähnlich wie beim Jakob Janscher ist er auch
von Magenkrämpfen gebeutelt gewesen. Aber er ist dann im Kopf so stark und man hat nicht jeden Tag einen perfekten Tag und der hat das dann auch handeln können. Ich kenne ihn mittlerweile schon sehr gut. Ich weiß, dass er einfach mit seinem guten Positionsspiel auch mal ein Spiel drüber bringt, wo er dann nicht bei vollen Kräften ist. Und das ist einfach ein klasse Spieler, den in Summe für Sturm Graz fast unverzichtbar macht. Ja, Jantje Magenkrämpfe hat sich vor dem Spiel übergeben müssen, hat mir eigentlich signalisiert, er kann nicht spielen, dann hat er sich übergeben und dann hat er gesagt, das geht doch, wollte unbedingt spielen. Da habe ich auch Vertrauen in einen routinierten Spieler, hat dann auch alles probiert, aber hat dann einfach gemerkt, dass einfach die Kräfte komplett fehlen und dann haben wir einen sehr frühen Wechsel machen müssen. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann sagen wir danke fürs Dabeisein. Für uns geht es weiter am Donnerstag um 18.45 Uhr im Europa League Heimspiel gegen PSV Eindhoven. Danke, schönen Abend noch.